Bei der Gumme ist es einfach so, dass wir hier letzten Endes nichts anderes als einen Altrheinarm haben. Das ist nichts anderes als ein ehemaliges Hauptgerinne des Rheins. Aus der erdgeschichtlichen Vergangenheit. Der Rhein hat sich ja sozusagen nach Osten verlagert im Lauf der Jahrtausende und beziehungsweise im Lauf der Millionen auch von Jahren. Und man findet ja Quarzgerölle des Rheins auf der Hauptterrasse am Kottenforst oben. Und man weiß also daher, dass der Rhein in der erdgeschichtlichen Vergangenheit, also wir sprechen hier von 600.000 Jahren ungefähr, dass der Rhein sein Bachbett sehr viel weiter westlich hatte. Und dann sukzessive sozusagen das Bachbett verlagert wurde. Wir haben ja hier eine Horst- und Grabenstruktur auch, also es sind auch tektonische Bewegungen mit zu berücksichtigen. Und deswegen gibt es sogenannte Paläo-Altarme, sogenannte eine Gumme, die Bonner Gumme. Und das kann man sehr schön beim Bonner Talweg nachvollziehen, aber man kann es auch am Verlauf einiger Bäche, Ransdorfer Bach beispielsweise fließt auch durch eine alte Gumme, tatsächlich bei einigen Bächen, die nutzen, also hier der Rheindorfer Bach auch, die nutzen sozusagen die Gumme, einen ehemaligen Altarm des Rheines. Und das Paläoreliefwas man da noch erkennen kann, also die Talform, die kann durch so einen kleinen Bach gar nicht geschaffen sein, sondern das muss ein Fluss, ein Strom gewesen sein, sehr viel größeren Ausmaßes. Nun muss man natürlich auch wissen, dass in der Vergangenheit der Rhein nicht begradigt war, so wie er das heute ist, sondern hier im Bonner Raum mit Sicherheit ein sogenanntes braided system, also ein verzweigtes Flusssystem vorlag. Und es also mehrere Arme gab. Der Rhein hat sehr häufig sein Bachbett verlagert. Aber das sind offensichtlich Areale gewesen, die der Rhein über eine längere Zeit hinweg tatsächlich genutzt hat und deswegen es zu so einer signifikanten Eintiefung kam, die man auch heute noch im Relief nachvollziehen kann.